Was ist wahrscheinlicher? Du wirst rückfällig oder du hörst auf, Frauen wie Scheiße zu behandeln? Dann wäre ich eher rückfällig, glaube ich. Hallo Montana Black, willkommen bei Ich hate da mal eine Frage, dem Interviewformat mit Fragen von waschechten Hatern. Mensch, endlich mal ein richtiger Ehrenmann auf diesem Stuhl. Spreiz die Beine, atme tief durch und genieß es. Zu deiner Rechten findest du ein paar alkoholische Kaltgetränke. Tut es sehr weh, dass zu Hause jetzt niemand mehr auf dich wartet, der die Beine für dich minder Bemittelten mit Esser breit macht? Nee, das tut nicht weh, weil ich jetzt ein Freigeist bin und einfach das machen kann, was ich will. Hatte jetzt 8 Jahre das Vergnügen und alkoholische Getränke sehr korrekt, aber ihr habt vergessen, dass ich keinen Alkohol trinke. Vielleicht kann ja einer von euch noch mehr mit dem Bier von der Tank holen. Alkoholfrei ist aber bitte. Lieber Gras rauchen oder Heuschnupfen? weder noch. Aber wenn ich mich jetzt wirklich entscheiden müsste, dann würde ich doch dann eher lieber Gras rauchen, glaube ich. Heuschnupfen, weiß nicht, brauche ich nicht. Nenne deine 3 schlechtesten Eigenschaften, du prolliges Pissgesicht. Meine 3 schlechtesten Eigenschaften, würde ich sagen, sind, ich bin sehr ungeduldig, ich raste mal ganz gerne schnell aus auf jeden Fall. Und wenn ich etwas möchte, dann möchte ich es auch haben und nicht morgen, sondern heute. Hallo, hier spricht Gottfried Sau vom Finanzamt Buxtehude. Leider ist bei uns bisher noch keine Zahlung eingegangen. Wann können wir mit Ihrer Überweisung rechnen? Lieber Gottfried, da musst du vielleicht mal deine Grillenbläser polieren, denn ich habe schon alles überwiesen. Die einzigen, die noch vielleicht was von mir fordern, sind die aus Lüneburg. Das ist aber nicht das Finanzamt, sondern die Strafabteilung vom Finanzamt. Ich habe genau 0 Euro Schulden beim Finanzamt, lieber Gottfried oder Wilfried oder wie du auch heißt. Ist es fair, dass ein im Gesicht tätowierter, unterhelmtragender Assi in einem Monat mehr Kohle macht, als ich armer Student in meinem ganzen Leben? Du, fair war es noch nie im Leben. Was soll ich dazu sagen? Ich habe mir nicht ausgesucht, was ich verdiene, sondern das ist dann einfach so passiert. Und ich sag mal so, jeder, der in meiner Situation wäre, würde das genauso machen. Denn Geld stinkt nicht und am Ende des Tages schmeckt Geld immer am besten. Ganz einfache Sache, jeder mag Geld. Und die Leute, die sagen, Geld macht nicht glücklich, ich glaube, die haben noch nie viel Geld gehabt. Es ist einfach so. Bist du nicht zu alt für diesen ganzen Scheiß? Ist das Siri? Heißt die Siri oder was hat die für einen Namen, die Alte? Junge Dame, ich weiß nicht, welche Quellen du da beziehst, aber ich bin 23 und mit 23 ist man eigentlich nicht so alt. Also ich habe noch meine Blütenjahre vor mir. Insofern, nee, bin ich nicht zu alt dafür, auf gar keinen Fall. Hast du dämlich rülpsender Fleischdurchfall eigentlich gar kein Schamgefühl? Schamgefühl? Ich glaube, Schamgefühl sollte, oder habe ich auf jeden Fall nicht mehr so viel. Es gibt wenig Sachen, die mir unangenehm sind. Ich glaube, wenn man in Videos erzählt, wie die Mutter einen beim Wichsen erwischt hat oder wie man den ersten Blowjob von der Transe bekommen hat, ich glaube, das Schamgefühl gibt es bei mir nicht mehr so wirklich, ne? Was ist wahrscheinlicher? Du wirst rückfällig oder du hörst auf, Frauen wie Scheiße zu behandeln? Dann wäre ich eher rückfällig, glaube ich. Wann willst du drogenabhängiger Nationalsozialist eigentlich deinen Hauptschulabschluss nachholen? Ich brauche meinen Hauptschulabschluss nicht nachholen, weil ich Realschule habe. Nationalsozialist habe ich, glaube ich, überhört. Ich habe meine Realschule gemacht, habe meine Ausbildung gemacht und damit bin ich ganz zufrieden. Und ja, mehr gibt es da nicht zu sagen. Kümmerst du Sackhaarbürste dich eigentlich immer noch eigenständig darum, bekannte Logos zu klauen? Oder hast du dafür mittlerweile Tanzverbot auf 400-Euro-Basis angestellt? Ja, die gute alte Geschichte. Was soll ich dazu sagen? Alte Kamelle, wer meint, das Logo ist geklaut, der behauptet das. Alle haben mich ja dafür gemeldet und gehatet und sind davon ausgegangen, dass es 2 Wochen später weg ist, das Logo. Wie man sieht, ist es immer noch im Shop. Und ich sag mal so, läuft. Das Logo kommt gut an und ich würde es genauso wieder machen. Und wenn mich nicht alles täuscht, kann ich mich noch daran erinnern, dass Tanzverbot sich dafür später dann so mäßig nicht entschuldigt hat, aber das Thema geklärt ist. Das war halt einfach unnötig sein Uronkel, das Thema. Mehr gibt es da eigentlich nichts zu sagen.
Was ist schneller aufgegangen, dein Stern am Gaming-Himmel oder dein sekündlich wachsendes Hefeteiggesicht? Was soll man auf sowas antworten? Ich glaube, das, was am schnellsten aufgeht, sind die Zahlen auf meinem Konto. Warum versprichst du kranken Kindern, dass du sie mal besuchen kommst und am Schluss sitzt du lieber in deiner verqualmten Pissbude, du spülwassersappernde Saufziege? Den letzten Satz habe ich leider nicht verstanden, die Alte nuschelt ein bisschen. Prinzipiell habe ich damit gar kein Problem, Leute zu treffen und denen zu helfen. Aber wenn man mir zu hart auf den Sack geht, dann bin ich auch nur ein Mensch. Und wenn ich keine Lust mehr habe, demjenigen zu helfen, weil er mir auf den Sack geht und mit anderen Leuten Videos über mich macht oder mich bei anderen Leuten dafür anscheißt, dann könnte ich für mein Image natürlich denjenigen besuchen, aber ich scheiße auf mein Image und mache es einfach nicht, weil ich darauf keinen Bock habe, ganz einfach. Wo kaufst du deine viel zu engen Unterhemden? Brauche noch ein Geburtstagsgeschenk für meine hässliche Schwiegermutter. meine Unterhemden, sind die zu eng? Gefühlt nicht. Wo ich die kaufe, immer mal wieder bei Gut und Billig, bei uns in Buxtehude, dann bei Amazon. Und ich kann dir ein paar vollgewichste Unterhemden geben, gar kein Problem. Damit wische ich mir immer nach dem Jackson. Ja, mehr brauche ich dazu nicht sagen. Also ich kann dir gerne welche leihen. Die gehen bestimmt bei eBay auch gut weg von mir, vollgewichst. Ja. Fühlt es sich geil an, auf Schwächere einzutreten, die schon am Boden liegen? Viele Grüße, dein Commander Krieger. Hat das Commander Krieger gepostet? Habt ihr die Frage gestellt? Auf Schwächere einzutreten, kann ich mich ehrlich gesagt nicht mehr so dran erinnern, weil ich meistens besoffen war. Und ansonsten, ja, weiß nicht, ich würde sagen, einfach mal selber ausprobieren. Ist ja eigentlich nicht so schwer. Einfach mal auf jemanden eintreten, am besten natürlich auf irgendeine Frau, ne? Auf irgendeine Feministin, Kappa. Nee, Grüße gehen zurück an Krieger. Auf Krieger würde ich definitiv nicht eintreten. Der ist gefühlt 3 Meter groß und 100 Jahre alt. Der hat auf jeden Fall viel Weisheit in der Faust. Bist du solo, weil du ein Arschloch bist? Nee, ich bin nicht solo, weil ich ein Arschloch bin, sondern ich bin solo, weil ich mich dazu entschieden habe und ich jetzt ein Freigeist bin. Arschloch bin ich auch, aber eigentlich bin ich kein Arschloch zu meiner Freundin, Ex-Freundin gewesen. Ab und an mal, aber sie auch zu mir, aber das war von beiden Seiten. Was hast du mehr, Feministinnen oder eine schlecht ausgebaute Internetleitung? Beides kann extrem nervig sein, aber in dem Fall würde ich mich dann doch für eine schlecht ausgebaute Internetleitung entscheiden, weil nur mit dieser Leitung sehe ich den Bullshit, den die Olsch da auf Twitter postet. Wie horny macht es dich, kleinen Kindern das Geld aus der Tasche zu ziehen und es im Anschluss für unnötigen Scheiß auszugeben, du nach Schweiß stinkender Steuerhinterzieher? Das war auf jeden Fall bis jetzt die 10 Plus, auf die ich gewartet habe. Horny macht mir das eigentlich eher nicht so, weil ich weiß nicht, ich stehe nicht auf kleine Kinder. Aber wenn ich mit dem Geld mir eine geile Escort-Bitch aufs Zimmer bestelle, das macht mich auf jeden Fall horny, wenn ich sowas machen würde. Was ich wirklich, Real Talk, noch nie gemacht habe. Und ansonsten, Geld kann schon geil machen, definitiv. Und ich habe es vorhin schon gesagt, jeder wird es genauso machen in der Situation. Und es sind definitiv nicht nur kleine Kinder, die mir Geld geben, indem sie sich was aus meinem Shop bestellen. Aber Grüße gehen speziell an die Minderjährigen raus, die das machen und an deren Eltern, die das erlauben, definitiv. Immer weiter so machen. Und vielleicht reicht es dann auch mal für mich zu einer richtig geilen Edelbitch vom Escort-Service. Luki, der Kameramann, hat viele Hobbys, denen er in seiner rar gesäten Freizeit mit viel Leidenschaft frönt. Sein Lieblingshobby besteht darin, Fremdurin aus großstädtischen Bahnhofstoiletten abzuschöpfen, zu Hause mit viel Sorgfalt zu katalogisieren und im Anschluss einen komplizierten Filterprozess zu unterziehen. Das fast durchsichtige Endergebnis führt Loki stets in einem Thermobecher mit sich und immer dann, wenn der triste Alltag ihn zu überrollen droht, gönnt sich Loki einen kräftigen Schluck seiner blubbernden Pipi-Brause. Dann bleibt die Welt um ihn für einen klitzekleinen Moment stehen. Vielen Dank für das Interview und jetzt verpiss dich. Hiya.